Hallo, meine liebe Dattelgemeinde. Heute macht der Bakshi seinen LK- und W-Schein, wie er gerne sagt. Naja, ich sage mal, lehnt euch zurück, entspannt euch und los geht's. Bakshi! Du liegst. Ach! Und guten Hallo. Tag, der Herr. Ja, ich muss Sie ganz kurz hier stören. Wollen Sie zufällig einen Torus kaufen? Ich möchte zufällig einen LKW-Führerschein. Todus, ja, die, ja. Oh, die, ja, die, was ist ein überhaupt ein Todus? Nein, nicht Todus, Torus. Urus. So ein Lamborghini Urus-Verschnitt. Oh, ja, ja, nee, das... Kriegen Sie hier zum erstklassigen Schnapperpreis, Meister. Natürlich. Wir machen dem wie macht bestes Angebot. Mal ein bisschen am Würfelpark, wissen Sie, ein bisschen rumfahren, ein bisschen zeigen, ja, welches Auto man hat. So. Dicken machen, würde man sagen. Ne? Arm auf die Fensterlehne. Ach so. Bucke. Ja, die, ich habe gerade gedacht, Flexe, das habe ich mal gemacht, da habe ich mir fast in die Finger geflext. Ja. Nicht so, nicht das Flex. Also, bist du bereit? Ich bin die Prüfung zu machen. Bereit und ich, ja. Da, ja, und darfst du darfst nicht schneller als 50 fahren. Nee, schneller, diese Wurfelpark, die Krankenhause. Also Krankenhause sind mehrere gewesen, das weiß ich. Ich glaube, Roquefort, Davise, Pilburg ja, und perfekt. PD. Genau. PD auch. PD perfekt. Auch. Wie viel auf Parkplätzen hast du gerade schon gesagt? 20 Slotte, ne? Ja. Also, Theorie bestanden? Ja. Ja. So, dann laufen wir jetzt mal gemütlich rüber zum LKW, dann machen wir eine Abfahrtskontrolle und dann legen wir auch schon los. Boah. Wie ist mit der Fahrt? Hör mal, warte mal. Ich nehme mal den Stein und schmeiß ihn mal ins Wasser. Ich habe nur den Stein ins Wasser geschmissen. Okay. Ja, jetzt. So, also was kontrollierst du denn, bevor du losfährst? Ich guck mir erstmal die Reifenprofile an. Okay, wie tief muss das Reifenprofil sein? Oder nicht sein, das ist nicht unter 2 bis 3 Millimeter, habe ich mal gehört. Aber das musst du auch nicht wissen, war ein Spaß. Bist gut. Du was bist machst gut. Du noch am Reifen? Ja, ich guck den Profil, ob die da ist und die Druck, die Reifendruck. Wie hoch muss der Druck sein? Jetzt warte. Das musst du auch nicht wissen, war ein Spaß. 3, ah! Okay, also wir machen jetzt die praktische Prüfung. Wir fahren jetzt ein bisschen rum, wir parken und so. Mhm. Wir schauen mir das einfach an, wie du das so im Allgemeinen hier so machst. Natürlich kannst du dabei auch ein paar Fehler machen. Mhm. Es gibt leichte Fehler und es gibt schwere Fehler. Mhm. Von den leichten Fehlern darfst du 2 Stück machen. Ab dem dritten bist du durchgefallen. Verstehe, jawohl. Leichte Fehler sind zum Beispiel, wenn du zu schnell oder zu langsam fährst, 5 bis 10 km/h. Mhm. Wenn du gegen die StVO verstößt, zum Beispiel Stoppmarkierung missachtest oder auf dem Bordstein fährst. Oder wenn du meine Anweisungen missachtest. Also wenn ich zu dir sage, fahr bitte nach links, du fährst dann nach rechts. Wer dann meine Anweisung missachtet. Verstehe. Dann kannst du auch noch schwere Fehler machen. Da bist du direkt durchgefallen, wenn du einen davon machst. Gut. Das sind zum Beispiel, wenn du im Gegenverkehr fährst, wenn du einen Unfall verursachst oder irgendjemanden verletzt. Wenn du mehr als 30 km/h zu schnell oder zu wenig fährst, wenn du mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer fährst, wenn du den Straßenverkehr gefährdest, zum Beispiel wenn du die Kontrolle übers Auto verlierst, also wenn wir abheben mit den Reifen oder so, oder wenn du mit durchgedrehten Reifen auf der Stelle fährst, das darfst du auch nicht. Okay, gut. Haben Sie alles verstanden? Ich habe alles verstanden und ich versuche mich zu halten, ja. Perfekt, wenn du bereit bist, dann verlassen wir StVO-konform den Parkplatz, bitte. Mal kurz durch, ich gucke, ob alles richtig ist, anschnallen. Genau, das Spiegel so, darfst du noch Spiegel, gucken, ob da alles passt. Jetzt ist aber jetzt, mein lieber Schwan. So, ich versuche jetzt. Ist das alle Zeit der Welt, du brauchst dich nicht stressen. Okay, das ist gut, weil ich bin schon unterwegs. Nee, das ist nur das irgendwie. Hey, ich hab dir schon was ausgedacht. Ich bin schon.
vergessen. Ich weiß, wie wir das machen. Wie sollen wir das tun? Darf ich nicht rausfahren aus der Straße? Nee, ich darf nicht rausfahren. Also, du darfst nicht rausfahren. Ja, nee, bleib ruhig in deinem. Ist perfekt. Finde ich gut, ehrlich. Ist perfekt. Ich muss das nur anders machen. Ich muss überlegen. Ich hab so wirklich. Ich werde erstmal gucken, dass ich nach hinten komme. Dass ich vorne, ich kann mich ja drehen, nicht wieder. Hauptsache, ich bin drin. Ups, wir schon. Der erste geht schon. Was ist hinten da? Ja, jetzt doch. Ja. Das ist richtig krass. Das war noch die einfachste. Ja. Wenn du wüsstest, mir dreht sich gerade alles. Das war doch ganz gut. Ja, gut, wenn du das sagst. Das war es erstmal ein bisschen. Ich brauche erstmal eine kleine Pause. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, mir horche sich.